Oh, hallo. Herzlich willkommen zum Himmelfahrtsgottesdienst dieses Jahr. Ja, der Himmelfahrtsgottesdienst, das ist ja immer so ein ganz typischer Gottesdienst im Grünen. Frische Luft, viel offener Raum, tief durchatmen. Ich muss sagen, das klingt auch logisch für mich, denn wie soll denn so eine Himmelfahrt auch sonst gelingen? Durch die Wolkendecke, okay, ja, aber durch die massive Holzdecke einer Kirche, das wird mir eher Kopfschmerzen bereiten. Na gut, genug der Wortwitze. Kommen wir doch mal zur Sache. Was ist eigentlich genau Himmelfahrt? Was ist da passiert? Und warum war das notwendig? Dem möchte ich ein bisschen hinterherdenken und dem nachspüren, auf die Spur kommen. Gemeinsam mit Ihnen auf Sessel und Sofa, gemeinsam mit dem dreieinigen Gott, der bei allen unseren Gottesdiensten dabei ist, und gemeinsam mit einer wunderbaren Band, den Kreuzklängen. Die stimmen uns jetzt so richtig auf den Gottesdienst ein mit dem Lied »Herr, ich komme zu dir« und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Aus dem neuen Liederbuch, die Nummer 51. Und auch wenn es eigentlich ein Frischluftgottesdienst sein könnte, verzeihen Sie mir, wenn ich doch angesichts dieser Wolken die Variante »Wir sind in der Kirche« gewählt habe. Und folgen Sie mir dann in das Kirchengebäude hinein. Thank you.
Ich lese die Schriftlesung, die gleichzeitig auch der Predigttext ist. Sie steht im Brief des Apostel Paulus an die Epheser im ersten Kapitel, die Verse 15 bis 23. Also, da auch ich von eurem Glauben im Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst,
zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Diese Kraft hat er in Christus wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckt und in die Himmel zu seiner Rechten setzte, hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht allein in dieser, sondern auch in der kommenden Weltzeit genannt wird. Und alles hat er ihm unter die Füße gelegt und ihn hat er als alles überragendes Haupt der Kirche gegeben. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Zur Rechten Gottes im Himmel.
Lukas und Markus berichten auch davon, wie er sanft emporgehoben wurde und in irdischen Sphären entschwebt. Ich habe das früher nicht verstanden, was das denn noch sollte, dieses Spektakel am Ende von der Himmelfahrt. Das regte in mir Fantasien wach. Das sah eher aus wie Zaubershow, so Leviation. Oder es regte Diskussionen in mir an, durchaus auch mit anderen Jugendlichen, die weniger dem Glauben offen gegenüberstanden, über Enterprise und Beamen und Außerirdische und so weiter und so fort. Ja, der jugendlichen Fantasie sind da nur wenig Grenzen gesetzt. Also, warum das Ganze? Das war mir nicht klar. Dabei ist es genau genommen sogar logisch. Jesus war schon am Kreuz gestorben. Er war wieder auferstanden und nun wandelt er hier auf der Erde. Aber es heißt immer, die Jünger erkannten ihn nicht. Er war in einer anderen Gestalt. Vielleicht war das schon sein himmlischer Leib oder irgendein anderer Leib, der ihm da verliehen wurde. Jedenfalls war er schon auferstanden. Er war nicht mehr in seiner ursprünglichen Gestalt. Und wenn er nun auf der Erde bliebe, dann müsste er auch altern und irgendwann wieder sterben. Sterben, auferstehen, noch einmal sterben? Nein, das konnte nicht sein. Da ist so eine Himmelfahrt eine sehr elegante und sehr logische Lösung. Denn dadurch kommt Jesus auch zurück zu Gott in den himmlischen Bereich. Die Symbolik, die da drin steckt, ist auch ganz ausgezeichnet. Jesus fährt in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes auf dem Thron wie ein König. Er ist dort, um die Wohnungen zu bereiten für die Seinen. Er wartet dort. Er bleibt dort. Er ist herrlich erhoben im Licht des Thrones. Es strahlt, es ist schön, es sind viele Engel da. Ganz toll. Nur einen Haken hat das Ganze eben doch. Wir haben das die Fanta 4 doch gleich gesungen. Jetzt ist er weg. Weg! Und wir sind wieder allein. Jetzt ist er weg. Ganz schön weit weg. Doch das hat auch seine Vorteile. Ja, denn nun sitzt ja neben Gott direkt ein Fürsprecher, der selbst Mensch ist. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Der Mensch sitzt bei Gott. Das klingt doch schön. Das klingt gar nicht mehr so weit weg. Aber das allein ist es nicht. Die Himmelfahrt eröffnet noch ein weiteres Problem. Wenn Jesus, der ja Gott ist, nicht mehr auf der Erde ist, ja, dann hat Gott hier auf der Erde überhaupt keinen Leib mehr. Er hat keine Vertretung, ganz praktisch keine Manpower oder Womanpower mehr, die ihn hier vertreten würde. Was will er denn dann noch tun? Sie haben es vielleicht schon mitgekriegt, mein Lieblingssport ist Fußball. Und nach so einer Niederlage, wenn man den Interviews so zuhört, dann ist ein häufiger Kritikpunkt, wir haben hier zu wenig Einsatz gespielt, so körperlos. Ja, das geht nicht. Das geht gar nicht. Gerade wenn es hart auf hart kommt, musst du auch mal körperlich dagegenhalten, dazwischen funken oder Körper reinstellen, blocken, notfalls auch mal einen rasieren. Zeichen setzen nennt man das dann und nimmt die gelbe Karte dafür gerne in Kauf. Wie macht Gott das nun? Wie stellt er den Körper rein? Wie stellt er sich den finsteren Mächten entgegen? Paulus gibt im Epheserbrief darauf eine Antwort. Außerdem hat er ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn zum Haupt, also Jesus, über die ganze Gemeinde eingesetzt. Sie ist sein Leib. Und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr, in der Gemeinde gegenwärtig. Jesus ist nun erhöht. Alles ist ihm zu Füßen gelegt, über alle Mächte und Gewalten in den Himmel. Die Gemeinde, in anderen Übersetzungen heißt es die Kirche, sie ist nun sein Leib. Mit allen Glaubenden, sie sind seine Hände, die helfen. Sie sind seine Münder, die sprechen. Sie sind seine Schulter, die tröstet. Das, meine Damen und Herren, ist keine Einschränkung. Das
ist eine Ausweitung. Jesus ist nicht weit weg im Himmel. Er ist noch hier, mitten unter uns. Sein Einflussbereich ist nun nicht mehr ein kleiner, zeitlich, räumlich beschränkter Teil des antiken Israel. Nein, es ist jetzt der Himmel. Der Himmel! Der Himmel, sprich das ganze Universum, jedes kleine Fitzelchen im Universum, das ist nun sein Einflussbereich. Jeder kleine Fleck gehört nun zu seinem Herrschaftsbereich. Nein, das ist keine Einschränkung. Im Gegenteil, das ist eine radikale Ausweitung. Eine Ausweitung des Herrschaftsraums. So ein großer Raum gehört nun zu seiner Herrschaft. Die Gemeinde, die Kirche ist nun sein Leib. Und ja, damit werden auch alle Menschen mit in die Verantwortung hineingenommen. Denn ja, die Kirche ist sein Leib, aber damit ist nicht die Institution gemeint, die verfasste Kirche oder die Kirchengemeinde, denn da könnte man viel zu schnell die Verantwortung auch abschieben. Ich zahle ja Kirchensteuer, macht ihr das mal, alles gut. Nein, das geht nicht. Die Kirche, das sind die Glaubenden. Im Glauben erst und allein gründet sich die Kirche. Die Institution ist nur dazu da, den Glauben zu ermöglichen. Wenn man in diesem Bild bleibt und noch einmal den Vers 15, also den Anfang unseres Predigttextes liest, da ist ein Wort drin, das überrascht vielleicht beim ersten Lesen. Ein Wort, das nicht in jeder Übersetzung steht, aber in unserer, die ich zum Anfang verwendet habe. Es ist nur ein kleines Wort, das man schnell überliest, das aber den Unterschied ausmacht. Euer Glauben im Herrn Jesus. Im, nicht an. In seinem Leib sind wir vereint. In seiner Gemeinde glauben wir. In ihm finden wir einen Raum, der schützt und der bewahrt, der uns birgt. Nämlich den Glauben. In uns füllt er seinen Geist der Wahrheit, der uns zu seinem Leib zusammenfügt. Das ist sozusagen der Klebstoff, der die ganze Kirche, und damit meine ich jetzt alle Christen und Christinnen, zusammenhält und der uns die Augen der Herzen öffnet. Etwas wird darin noch deutlich. All das, das in ihm sein und er in mir sein, ist keine eigene Leistung. Das ist ein Geschenk. Darüber kann man sich freuen. Darüber soll man sich auch freuen. Es gibt jeden Grund dazu. Es ist ein Geschenk. Darauf braucht man auch nicht stolz sein. Man braucht aber auch nicht verzweifeln, wenn man das Geschenk noch nicht erhalten hat oder es noch nicht entdeckt hat oder wenn man es noch nicht ausgepackt hat. Ich wünsche Ihnen vor allem, was auch Paulus erbittet, dass Gott die Augen des Herzens erleuchtet, damit wir anders sehen, damit wir die eigene Berufung und die eigene Hoffnung sehen, damit wir die Kraft Gottes sehen, die er uns schenkt. Letztlich wird Gottes Kraft sich durchsetzen, wie sie sich auch gegen den Tod durchgesetzt hat. Denn jetzt sitzt er hoch erhaben über alle Mächte und Regimente erhaben auf dem Thron. Es gibt kein Fitzelchen mehr, das uns von ihm trennt. Es gibt kein Fitzelchen mehr in Raum und Zeit, das er nicht besetzt hätte, das nicht in seinem Herrschaftsbereich läge. Und wir stehen in der ersten Reihe, um mit ihm und in ihm und für ihn zu wirken. Yeah.
Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte euch die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.